Hallo zu einem neuen Video von uns. Hallo. Heute geht es um das Thema eine Firma gründen in Hongkong, aus Kambodscha diesmal. Wir wurden ja schon öfter jetzt gefragt in letzter Zeit und wir haben es auch schon öfter erwähnt, dass wir letztes Jahr November, Dezember eine Firma registriert haben in Hongkong, somit alles nach Hongkong verschoben haben und seit Anfang des Jahres, seit Jänner, eben auch mit dieser Firma arbeiten. Aber warum haben wir jetzt eigentlich für diese Firma entschieden? Also warum Hongkong, warum nicht Panama, Singapur oder was auch immer? Genau, das wollen wir euch jetzt erzählen. Fangen wir gleich an. Warum Hongkong? Ja, wir brauchten natürlich zuerst was in Asien, weil wir die meiste Zeit in Asien leben. Und da gibt es natürlich die Klassiker, und das sind Hongkong und Singapur eigentlich, weil die sind sehr unternehmerfreundlich. Man kann da sehr schnell eine Firma gründen und die Infrastruktur ist einfach da. Es gibt Agenturen und so, die sich um einen kümmern, die das machen. Dann gab es in letzter Zeit ist dazu gekommen noch Malaysia, die mit Labuan auch so einen Hub haben, wo man eigentlich auch keine Steuern zahlen müsste. Und wo man auch noch die Möglichkeit hat, wenn man genug Geld einzahlt, dass man ein Visum kriegt für Malaysia. Wir haben uns allerdings letztendlich doch für Hongkong entschieden, weil Hongkong einfach für uns zu unserem derzeitigen Zeitpunkt die günstigste Option ist. Dazu braucht man keinen Resident Director, wie zum Beispiel in Singapur. Hätten wir einen Einheimischen gebraucht, als Direktor eben. Aber für Hongkong ist man einfach nur wir die Direktoren. Für die Limited, also für eine übersetzt GmbH, braucht man wenig Einlagen und die Preise waren eben günstiger als bei anderen. Dazu auch das der Prestige der Firma in Hongkong. Ja, so eine Adresse in Hongkong macht natürlich einiges mehr her. Singapur würde auch noch gut gehen, aber Labuan klingt dann schon wieder so, ja. Ein Thema für uns nach Panama oder auf diese Seychellen gehen, war für uns kein Problem, also zu gehen mit der Firma, war kein Thema, weil es einfach auch nicht seriös wirkt oft auf die Firmen. Ja, vor allem die Seychellen. Panama würde vielleicht noch gehen, wenn man in Südamerika wohnt, aber Seychellen oder so oder Cayman Islands oder was es da sonst noch gibt, davon haben wir natürlich gleich Abstand genommen. Der Ablauf war, wir haben Bridges gefunden online, eine Agentur in Hongkong, man hätte das auch selber machen können, aber wir haben uns für eine Agentur entschieden. Wir haben umgerechnet ca. 1600 Euro bezahlt. Der Ablauf war, dass wir eben alle offenen Fragen zu Steuern, zum genauen Ablauf und so weiter geklärt haben mit Bridges, die das Geld bezahlt haben und dann haben die das eingetragen, die ganze Firma eben, also zuerst den Firmennamen geprüft, ob der schon vergeben ist oder nicht und dann die Firma eben registriert. Das hat 10 Tage gedauert. Das heißt, der Prozess dauert, wenn ihr einen Fragetag habt, 11 Tage. Danach kriegt ihr dann alle Firmendokumente zugeschickt. Also wir waren zu der Zeitpunkt in Singapur, die haben uns dann von Hongkong 4,5 Kilo, ich spiele euch das jetzt ein, wir haben das in Singapur kurz gefilmt, die haben uns das dann nach Singapur geschickt. So schaut das übrigens aus, was wir von der Agentur bekommen haben. Also der Name, die drücken den Namen rauf von der Firma, die ihr gründet. Drinnen sind halt alle Dokumente, die ihr braucht, in, keine Ahnung, 100-fache Kopien. Dann schicken die auch so ein Buch dazu. Ich glaube nicht, dass wir sowas je brauchen. Es ist halt so, keine Ahnung, in China braucht man sowas vielleicht. Und auch solche Sachen sind halt eher Spielereien. Sind Stempel drinnen und ja, so Briefdingmaschine. Keine Ahnung, wie das heißt. Also, ich weiß nicht, es hat 4,5 Kilo. Die haben uns das von Hongkong nach Singapur geschickt. Ich weiß nicht, das hätte man bestimmt auf ein Drittel runterbrechen können. Also wie ihr gesehen habt, da war natürlich super viel drinnen, das man eigentlich nicht braucht, aber gut, die sehen das halt als Service. Ja, eine Frage ist natürlich immer noch wegen den Steuern, das interessiert die meisten sicher. Und da ist es in Hongkong so, dass Hongkong auf jeden Fall sicher kein Nullsteuerland, also man zahlt immer einen gewissen Betrag, der allerdings recht fair ist. Und zwar liegen die Unternehmenssteuern sind gesenkt worden auf 8,5%. Und das ist also quasi das, es wird besteuert, was am Ende noch da ist, was als Gewinn ausgegeben wird. Und danach kann man sich den Rest als Dividende auszahlen lassen. Das ist dann steuerfrei. Das ist auch nicht überall so, also das ist auch schon sehr, sehr angenehm. Dann natürlich bezieht man über seine eigene Firma noch ein Gehalt. Also wir beziehen beide ein Gehalt. Da liegt der Spitzensteuersatz bei 15%, aber bei den gesamten pauschalen Abzügen und so, die man bekommt, liegen wir am Ende so zwischen 5 und 8%.
5% Einkommensteuer. Und es gibt keine Umsatzsteuer, das ist auch immer genau, es gibt auch keine Umsatzsteuer. Also das ganze Steuersystem ist sehr schlank und übersichtlich. Aber auf das Thema Steuern ist ein bisschen ein kompliziertes Thema. Da gehen wir in einem anderen Video nochmal genauer drauf ein. Wir wollen nur das gerade mal überblicksmäßig sagen und warum eigentlich eben, also wir wollen ja eigentlich gerade auf den Aufbau der Firma in Hongkong eingehen und da war natürlich das Thema Steuern natürlich ganz oben auf der Liste. Was noch ein Thema ist, ist auf jeden Fall Agentur oder Nicht-Agentur. Bei uns war es einfach für die Agentur ein Ja, weil es ist einfach kompliziert, wenn man das selber macht. Es ist eine Rennerei, man weiß nicht genau wohin, mit den Ämtern in Hongkong natürlich reden die alle Englisch, Kantonesisch sprechen wir nicht, aber es ist einfach trotzdem ein Dschungel und genau, also deshalb haben wir uns für Bridges entschieden. Die machen uns auch den Jahresabschluss. Wir haben eine Buchhalterin, die macht den Monatsabschluss. Ich mache die Finanzen gemeinsam mit unserer Buchhalterin. Und die Buchhalterin schickt eben dann die Monatsabschlüsse an die Agentur. Und die Agentur macht dann den fachgerechten Jahresabschluss. So, das ist im Preis inkludiert für das erste Jahr. Plus, dass man eine Anschrift hat für die Firma. Also die nehmen Post für uns entgegen. Und immer wenn es Fragen gibt zum Thema Steuern, zum Thema alles Unternehmens. Verwandte natürlich ist immer der Alex für uns da. Wir sind wirklich zufrieden mit Bridges, muss ich sagen. Und also wenn ihr Fragen habt, wenn ihr irgendeine Firma in Hongkong gründen wollt, empfehlen wir euch wirklich Bridges. Und da können wir euch auch einen Rabatt von 500 Hongkong-Dollar angeben. Also meldet euch zuerst bei uns, vielleicht habt ihr auch Fragen. Ihr könnt gern Fragen an uns stellen. Wir freuen uns da, wenn wir weiterhelfen können. Und wenn ihr dann über uns kommt, könnt ihr einen 500 Hongkong-Dollar Rabatt bekommen bei Bridges. Ja. Das letzte Ding, was noch wäre, ist, dass es zu einer Schwierigkeit am Anfang kam wegen dem Bankkonten mit Hongkong. Magst du das erzählen? Ja, das Bankkontengründen, das war sehr kompliziert. Da machen wir auf jeden Fall ein eigenes Video noch drüber. Die traditionellen Banken sind extrem zurückhaltend geworden, wenn es darum geht, Firmenkonten an Startups zu geben, insbesondere wenn die nicht vor Ort wohnen. Also wir haben es in Singapur, wir sind von Bank zu Bank gerannt. Hongkong kann man angeblich überhaupt schon vergessen. Also, obwohl unsere Firma in Hongkong ist. Ja, wir haben uns dann letztendlich für eine Fintech-Bank entschieden. Also wir sind überhaupt erstmal drauf gekommen, dass es sowas gibt wie Fintech-Banken. Und da gibt es durchaus einige, die bieten ganz normale Bankkonten an, die man als Firmenkonto verwenden kann und wo man ohne Probleme innerhalb relativ kurzer Zeit sein Firmenkonto für eine Hongkong-Firma einrichten kann. So, unser Firmenkonto ist jetzt bei einer litauischen Fintech-Bank und bei einer amerikanischen Fintech-Bank. Und wir sind sehr zufrieden damit und es läuft alles hervorragend. Die bieten auch Firmenkreditkarten an und alles, also super. Aber ist auch ein Thema, also das Thema Fintech, das Thema Banken ist auf jeden Fall ein großes Thema, was wahrscheinlich auch viele digitale Nomaden interessiert, auf das wir auch nochmal extra drauf eingehen. Wir hoffen, euch konnte das Video ein bisschen weiterhelfen, eben zum Aufbau, zur Gründung in Hongkong. Das waren unsere Erfahrungen, eben zum Thema wie Steuern und zum Thema Bankkonto gründen gibt es ja nochmal ein extra Video. Wenn ihr Fragen habt, wenn irgendwas gerade offen ist, wenn was ungeklärt ist, schreibt uns gerne. Wie gesagt, auch gibt es das Angebot von Bridges, auch wir, also ihr, nicht nur ihr würdet 500 Hongkong-Dollar Rabatt bekommen, auch wir würden von Bridges 500 Hongkong-Dollar bekommen, also das wäre jetzt quasi Win für uns, Win für euch, Win für Bridges. Und genau, also fragt uns gerne, wenn irgendwas noch offen ist. Ja, und damit wären wir auch schon am Ende eigentlich hier angelangt von unserem Video. Ich hoffe, wir haben ein paar Fragen ausräumen können und ich hoffe, es war halbwegs informativ für euch. Ansonsten wünsche ich alles Gute aus Siem Reap. Wir haben das Glück, dass wir hier einen eigenen Pool haben bei unserem Hotelzimmer und werden jetzt noch den Sonntag genießen. Macht's gut! Tschüss! Tschüss!